Bei einem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. 60 Menschen wurden teils schwer verletzt, wie ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen mitteilte. Der Regionalzug war auf dem Weg von Garmisch-Partenkirchen nach München, als er aus bisher ungeklärter Ursache entgleiste. Der Unfall ereignete sich in Burgrhein in den Loisachauen. Unter den Verletzten sind Menschen jeder Altersgruppe. Wie ein Sprecher der Bundespolizei erklärte, sei nicht auszuschließen, dass zum Ferienbeginn viele Schülerinnen und Schüler in der Bahn waren. 3 Waggons kippten um. Die Menschen würden durch die Fenster ins Freie gezogen, wie der Sprecher weiter erklärte. Unterdessen sind Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. 6 Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Zugstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau wurde voll gesperrt.